In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Potenzrechenregeln, die für alle natürlichen Exponenten gelten. Wir werden die Rechenregeln immer mit einem n gleich 3 und einem m gleich 2 überprüfen. Die erste Rechenregel lautet a hoch n mal a hoch m soll also gleich a hoch n plus m sein. Überprüfen wir das. Wir haben a hoch 3 mal a hoch 2. A hoch 3 ist aber nichts anderes als a mal a mal a. Und dann das a hoch 2 ist nichts anderes als a mal a. Und somit haben wir dann a hoch 5. Also gilt die Rechenregel. Drücke am besten jetzt auf Pause und überprüfe gleich nochmal. Okay. Wir haben hier c hoch 3 mal c hoch 4. Wir dürfen die Exponenten somit addieren. Also haben wir c hoch 7. Kommen wir zur zweiten Rechenregel. A mal b in Klammer hoch n soll also gleich a hoch n mal b hoch n sein. Überprüfen wir das wieder. A mal b in Klammer hoch 3 ist ja nichts anderes als a mal b mal a mal b mal a mal b. Da können wir jetzt die Klammern weglassen und die ganze Rechnung umsortieren. Somit erhalten wir dann a mal a mal a mal b mal b mal b. Also a hoch 3 mal b hoch 3. Überprüfe auch noch einmal diese Gleichung hier oder diesen Term hier. Okay. Hier kommt dann raus c hoch 3 mal d hoch 3. Schauen wir uns die dritte Rechenregel an. Hier haben wir a dividiert durch b in Klammer hoch n und das soll gleich a hoch n dividiert durch b hoch n sein. Überprüfen wir wieder. Wir haben a dividiert durch b in Klammer hoch 3. Das ist nichts anderes als a dividiert durch b mal a dividiert durch b mal a dividiert durch b. Die Klammern können wir wieder weglassen und dann alles auf einen Bruchstrich schreiben. Somit haben wir dann a hoch 3 dividiert durch b hoch 3. Auch hier habe ich wieder ein zweites Beispiel für dich vorbereitet. Also drücke auf Pause und überprüfe noch einmal dieses Beispiel hier. Okay. Hier kommt dann raus g hoch 5 dividiert durch f hoch 5. Und die letzte Rechenregel, die wir uns hier anschauen, ist a hoch n hoch m. Wichtig ist, dass das a hoch n gesamt in der Klammer steht. Und das soll dann a hoch n mal m sein. Schauen wir uns auch diese Rechenregel wieder an. A hoch 3 in Klammer hoch 2. Soll also gleich sein, a hoch 3 mal a hoch 3, das stimmt ja, da a hoch 3 in Klammer hoch 2 genau das eben ist. Und a hoch 3 ist nichts anderes als a mal a mal a mal a hoch 3 und das ist wieder a mal a mal a. Somit ist das Ganze dann a hoch 6. Schreiben wir auch das wieder in Rot darunter. Und ich habe auch dazu eine letzte Aufgabe für dich vorbereitet. Das heißt, überprüfe noch einmal, was bei c hoch 4 in Klammer hoch 5 rauskommt. Okay. C hoch 4 hoch 5. Die Exponenten darf ich multiplizieren jetzt. Somit erhalte ich c hoch 20. Wir haben uns in diesem Video jetzt angesehen, wie wir die Potenzrechenregeln anwenden und wie sie lauten. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Mal.